So, also die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, nehme ich den Stein oder nehme ich irgendwas anderes? Ich nehme jetzt erstmal für die Schmelze nehme ich erstmal diesen Stein. Das mache ich einfach mal. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zurück zu Minecraft Stranded. So, ich habe ja gesagt, letzte Folge, sprich gestern, ich werde hier oben schon mal anfangen. Der klingt nicht gut. Werde schon mal, Alter, geh doch mal hoch hier. Werde schon mal anfangen, hier oben die Schmelze aufzubauen. So, dass wir tatsächlich so langsam aber sicher mal einen gepflegten Raum haben werden. Im Sinne von etwas abgeschiedener, was das betrifft. Weil dann können wir nämlich hier oben hoch und haben tatsächlich etwas mehr Ruhe. So, das heißt, ich bräuchte dann irgendwann auch mal Material, um das Ganze zu automatisieren hier, ne? Okay, das heißt, der produziert wirklich relativ langsam. Okay. Die müssen wir brennen lassen. Wäre eine Maßnahme, wenn wir dann die jetzt brennen lassen, ob wir dann nicht einfach nochmal in die Stadt gehen. Um da nochmal weiter zu gucken. Weil es ist mir jetzt ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu blöd. Solange hier zu warten, bis die ganzen Steine gebraten sind und gebacken und so weiter und so fort. Das würde ich, glaube ich, für gut heißen. Doch, das passt auf, das machen wir auch. Dann können die nämlich hier sich hier in Ruhe auskacken. Wir können auch mal ein paar Bücherregale mitnehmen, auf jeden Fall. Damit wir dann auch unsere geforderten zwei, beziehungsweise ein Stack Bücher mitnehmen. Das können wir auch machen. Weil ich habe jetzt nicht mit den Sondern, den gesondert, oder den großen, sonderlich großen Plan, so, jetzt haben wir es, was ich hier machen soll. Das weiß ich im Moment noch nicht. Die Christina, wie gesagt, die Leute, die sich fragen, was ist da mit der Chrissy, warum ist die nicht dabei? Wie gesagt, wir hatten vorgestern Aufnahmeprobleme gehabt, was sie dann etwas zurückgeschmissen hat dementsprechend. Und von daher hat sie das große Los, dass sie dann weg musste und nicht mehr mit aufnehmen konnte. Das war das Problem. Und dementsprechend haben wir jetzt gestern und heute jeweils unterschiedliche alleinige Folgen. Wer also wissen will, was Christina macht in der Zwischenzeit, der sollte natürlich bei der Christina mit reinschauen, damit auch damit ihr auch wisst, was hat sie getan? Was hat sie getan? Und zack. Dann seid ihr auch bei ihr natürlich auf dem Laufenden, damit wir alle gleich sind. Ach guck, hier ist auch noch ein Spawner. Alter, hier sind voll die mega fetten Spawner, Alter. Ist halt die Frage, ob wir nicht vielleicht einen Spawner, Salpeter, okay, ob wir nicht einen Spawner irgendwie stehen lassen sollten. Das war's. Schreibt das mal rein, ob das wichtig ist, dass wir die Spawner vielleicht noch am Leben lassen, dass sie nicht ganz so abgebaut werden. Wow. Ja, was geht denn da hinten los? Alter Schwede. Dieser ein Spawner nach dem anderen. Hallo Spidey. So, da erstmal ausleuchten. Wo denn? Lol, weil er da oben ist. Na, nun komm. Ist halt die Frage, ob wir nicht einfach mal... Es gab ja auch eine Quest, ne? Es gab ja auch eine Quest, dass du irgendwie Tiere töten solltest. So, die haben wir. Skelett müssen wir noch. Spideys müssen wir noch. Okay, pass mal auf. Weißt du was? Dann baue ich mich doch hier einfach... Wobei... Wobei... Ist der da oben? Ach, hier oben. Lol. Guck mal, jetzt haben wir natürlich alle Steine abgebaut, ne? Auch blöd. Spawner Shards. Zombie. Blaze. Skelett. Ah, lol, da steht ja alles drin. Und die kann ich ja bestimmt wieder irgendwie wiederbeleben, ne? Die kann ich doch bestimmt irgendwo wiederbeleben. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Hey! Na, Alter, ich bin erschrocken. Lol.
Oh, Alter. Ich bin tot. Krass. Ey, da sind auf einmal so 100.000 Spinnen. Lol. Boah. Alter, mein Gesicht eben, das war wahrscheinlich tödlich. Alter Falter. So, ich trinke mal ganz kurz, dass ich vielleicht auch wieder etwas abkühlen kann. Hi! Haben wir jetzt noch irgendwo was? Spinnaugen kann man auch essen, ne? Alter, mir ist gerade voll warm. Sehe ich gerade. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier das so machen und so. Und dann einmal ganz kurz baden gehen, bitte. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ich komme da runter. Kann man die essen? Oh ja, lol. Alles klar, Poison, okay. Vielleicht sollte man die vorher noch mal kochen oder so. Okay, der hat nur Hunger, aber ich heile zumindest wieder hoch. Das ist ganz cool. So, ich coole auch down. Das ist noch coolerer. Wortspiel. Na, kommst du runter oder nicht? Hallo? Aha, da bist du. Ey, du spinnst wohl. Was ist, haben wir jetzt hier noch was? Oh ja, tatsächlich zwei sogar. Alter, ach genau, über mir ist ein Spawner. Lol. Hi. Da ist ja kein Wunder, dass da so viele Viecher andauernd sind. Auf den Trichter muss der erstmal kommen. Na, was ist? Kommen sie? Aha, da sind sie. Ey! Arschloch. Oh oh, jetzt bin ich gleich dran. So, was ist, kommst du auch runter oder hast du keinen Bock? Habe ich einen Bogen? Lol, ich habe einen Bogen. Bogenskills. Ey! Läuft bei mir. Bogenskill. Bogenskill, Bogenskill. Okay, dann haben wir den Spawner jetzt auch weg. Trotzdem ist es doof, weil ich regge nicht, ne? Wenn ich jetzt nix gut. Das war nix gut. Da habe ich aber nur den Hungereffekt, ne? Dann esse ich den nochmal. Aber so recke ich zumindest. Okay. So verrecke ich nicht, sondern ich recke nach oben. Ja, okay, ich höre auf. Ich höre auf, ich lasse es. verstehe ich. Wenn ihr es sagt, der alte Mann macht doofe Sprüche, was soll das? Ihr habt ja recht. Keine Frage. Okay, so das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich nach Hause komme, eigentlich dann auch das... Das ist doof. Man muss wirklich essen. So, das heißt, ich müsste dann ja eigentlich auch... So, pass auf. Hier machen wir erstmal einen Waypoint hin. Das ist hier... Spinne. Wie viel Spinnen haben wir? 13. So, pass auf. Dann machen wir hier einen neuen Waypoint. Machen hier Spinnenspawner. Safe. So, das heißt, ich müsste jetzt mir eigentlich für Christina nach Hause, dass sie das nicht abbaut, tatsächlich, müsste ich mir einfach mal Schilder machen. Schilder machen, dass sie weiß, sie soll den nicht abbauen, weil wenn die nämlich da in ihren Folgen hinrennt, die kriegt das ja gar nicht mit, was ich hier so mache, wenn die nämlich in ihren Folgen da hinrennt, dann laufen wir Gefahr, dass sie alles abbaut, was abzubauen geht. Und das soll sie ja eigentlich nicht machen. Sie soll das ja eigentlich stehen lassen. So, den Brick nehmen wir nochmal mit. Den können wir da wegschmeißen. Den Half-Slab brauchen wir auch noch nicht. Wobei sie sortiert ja so gerne, ne? Das heißt,
Den nehmen wir noch mit. Sand. Glas können wir nämlich auch immer noch mal gebrauchen. Spinnenaugen, daraus kann sie, glaube ich, ihre Suppe bauen. So, das heißt, ich muss unbedingt jetzt erstmal. Hallo? Möhrchen? Hat du Möhrchen? Was essen? So. Das Schöne ist im Übrigen, dass wir jetzt so viel Essen zur Auswahl haben, dass wir tatsächlich mehrere Sachen hin und her wechseln können. Tatsächlich. Das finde ich voll gut. So, komme ich von dir? Ja, komme ich. Ja, so können wir nämlich dann uns wieder hochheilen. Alter, mir juckt die Nase, das gibt's gar nicht. Warum kriege ich denn noch einen drauf? Voll dumm. Voll dumm. So, wie gesagt, also wer Interesse hat, den bitte ich drum, tatsächlich mir Gesprächsthemen aufzuschreiben. Damit ich einfach weiß, über was ich mit euch reden kann, darf, soll, muss. Was euch interessiert. Wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als einen Typen, der einfach nicht weiß, was er reden soll. Es ist wirklich so. Was ist eigentlich da hinten, wenn ich da hinten lang latsche? So, das machen wir auch nochmal. Wir gehen da nochmal gucken, was da hinten ist. Auf jeden Fall ist es warm, so wie es aussieht. So, da gehen wir nochmal ganz kurz hin. Aber die Sonne geht unter, ne? Was ist eigentlich da hinten? Das täte mich jetzt wirklich mal interessieren. Ist hier vielleicht auch so ein Spawner oder so? Weil das ist ja unsere Landefurche, wo wir abgestürzt sind. Weil irgendwas muss ja hier sein. Oh oh, es lädt schon nach. Das heißt, die ersten Zombies kommen gleich. Guck mal, hier ist der Flügel, den wir noch gebrauchen können. Das heißt, hier sind auf jeden Fall noch Laboratory Blocks. Daraus können wir das Haus bauen im Endeffekt. Laboratory Blocks sind eigentlich recht cool. Aber sonst ist hier nichts mehr weiter, ne? Sonst ne. Oh, was ist das? Okay, das ist der Erbauer, ne? Gaming with Sheridan. Okay, das ist der Erbauer dieses Modpacks. Ich habe ihn gefunden, seine Leiche, der ist tot. Der Arme. Die immer so. Okay, ansonsten, so wie es aussieht, ist hier aber nichts weiter, ne? Weder ein Spawner noch sonst irgendwas. Hier war noch Salpeter eben, habe ich gesehen, ja. Okay, hier ist das Triebwerk. Cool. Das Kaputte, was uns da fehlt, da unten links, weißt du? Hier da, dieser Höhe da. Wow. So. Weil das ist noch dran. Das ist halt die Frage, ne? Wenn wir das abtragen... Können wir das abtragen? Nee, pass auf, ich gehe erstmal rein. Weil jetzt kommen die ganzen Möpschen wieder und mit den ganzen Möpschen. Genau, kriegen wir nämlich echt Probleme auf Dauer gesehen. Weil viele haben Asthma und es scheint hier in diesem Paket tatsächlich ansteckend zu sein, wenn du Asthma hast. Und das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. So, dann werde ich mir ein Schild vorbereiten. Bevor die Monster herkommen, werde ich jetzt pennen. Dann werde ich mir jetzt ein Schild vorbereiten, werde bei dem Spinnspawner das Schild nochmal hinballern und werde mir dann, hier fehlen echt noch so Werkbänke oder so, und werde dann dort eine Nachricht hinterlassen, dass Christina bitte diesen Spawner nicht abbauen soll. Das wäre ganz cool. Ganz viele Ems im Moment, ne? Euch bitte ich da draußen einfach mal übers Wochenende mir einen Vorschlag zu machen über ein Haus, was ich hier über die Rakete baue. Also es wurde vorgeschlagen, wurde ich darum gebeten, in einem Kommentar ein Hochhaus über dem Raumschiff zu bauen. Finde ich persönlich gar nicht so uncool, gar nicht so abwegig und würde das tatsächlich tun. Allerdings nicht in Eigenregie, sondern bitte mit euch zusammen. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet. Bacon Potato. Not really. Okay. Finde ich jetzt ganz uncool, dass ich das noch nicht wirklich gegessen habe. Ein Apfel. Apfel geht irgendwie immer, ne? Apfel geht immer. Apfel ist gesund. So, das heißt, bevor ich das jetzt mache, löse ich jetzt nochmal die Questies aus. Von Tinkes. Complete. Das habe ich. Das heißt, da kriege ich 2 Loot Chests. Okay, das claimen wir einmal. Und dann werde ich das hier auch claimen. Das haben wir auch komplett.
mehrfach jetzt abgebaut, tatsächlich. Kriegen noch eine Lutschef, noch ein halbes Herz. Habe ich so viel Platz im Inventar? Ja, habe ich. So, dann werde ich das auch einmal claimen. Das haben wir. So, jetzt haben wir hier ein Engineer's Manual. Wie machen wir das? Engineer's Manual. N, G. Kriegen wir nicht. Okay, steht da irgendwas bei? Engineer's Manual. You may need to learn some of the multi-blocks. This book will guide you. Engineer's. Falsch geschrieben. N. G. N. Kriegen wir nicht. Schreibt es bitte mal auch ins Kommentar, wie wir auch dieses Buch bekommen. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwo suchen oder so. Ne? You may need to learn some of the multi-blocks. This book will guide you. Engineer's Manual. Okay, keine Ahnung. Was haben wir hier unten noch? Obsidian. Obsidian. Obsidian können wir noch machen mit so einem Stein. Ne? Warte mal, Stone? Stone Barrel? Oder einfach nur mal Barrel. Warte mal, Barrel? Da gibt es doch hier bestimmt so einen alten Metal. Stone Barrel, sag ich doch. Den machst du aus gebratenen Steinen und einem Stein schlapp. Stein schlapp. Mir ist warm, sehe ich gerade. Gebratene Stein. Hui. Einmal kurz abkühlen. Und dann geht das eigentlich gut von der Hand. Ah, lol. Der nimmt das komplett auf. Okay. Nix gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ging natürlich in der vorherigen Version, war das nicht so gewesen. Das heißt, da konntest du unendlich viel Wasser aus den mit den Bottles einsammeln. Das haben die jetzt auch geändert. Das heißt, pro Bottle ein Block Wasser. Läuft. Auch nicht schlecht. So, ich bin hier wieder ein bisschen runtergekühlt. Dafür funktioniert das Cooling-System aber erheblich besser. Muss ich ja mal so sagen. Und nicht vergessen, immer wieder schön nachlegen. Ne? Immer wieder schön Wasser nachlegen. Okay, macht er nicht. Wir brauchen dafür wirklich alles andere als Kaktus. Wir brauchen dafür echt Blätter. Was geht denn hier los? Wasser kriegst du also nur mit Blättern. Okay. So, das heißt, ich habe... Kann ich das wieder... Kann ich das schisseln zu normalen Stein? Kann ich nicht. Scheiße. Das heißt, ich muss wirklich einmal Slabs machen? Das wäre jetzt fatal. Das wäre echt fatal. Gut, Freunde, pass auf. Wir machen hier eine Folgenpause. Wie gesagt, lasst eine Bewertung da, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Haus gerne sehen möchtet. Oder baut es mir einmal vor und schickt mir Screenies. Was auch immer, bin ich euch dankbar drüber, wenn ihr sowas macht. Ups, jetzt muss ich einmal aufstoßen, Entschuldigung. Und, Ja, und ich hoffe, dass wir uns am Montag wiedersehen zur nächsten Folge von Minecraft Stranded. Und dann werden wir wieder zusammen aufnehmen, die Chrissy und ich, und sind dann wieder gemeinsam unterwegs. Hardened Clay, Cobblestone. Cobblestone ist immer cool. Wo hat der denn so viel Cobblestone her? Da haben wir nochmal Stone. Nice. Dann können wir das nämlich einfach alles mal brennen lassen hier. Das ist voll gut. Ich brenne auch im Übrigen. Ich brenne. Gut. Leute, Wochenende ist... Schönes Wochenende, erholt euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr morgen gerne bei mir wieder reingucken. Dann geht es weiter mit H1Z1 und Watch Dogs 2. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch, wenn wir uns da auch wiedersehen würden. Sage ich nicht nein zu. Montag öffnen wir dann die drei Loot Chests. Das machen wir am Montag. Und freue mich auch drauf, ob vielleicht von dem einen oder anderen von euch eine Idee kommt, wie ich da oben drüber das Haus bauen könnte. Und ja, ich fange schon mal an mit der Smeltery, die werden wir da oben schon mal hinstellen. Das ist, denke ich mal, ein guter Platz. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Mit was für Material und so weiter. Also das hier soll jetzt nur der Fußboden werden für die Smeltery. Nicht die Wände. Ne? Nicht, dass ihr sagt, daraus wollt ihr auch die Wände machen oder so. Nee, die würde ich schon gerne hell und freundlich machen. Und später dann vielleicht auch mit einem beleuchteten Fensterglas, sodass wir uns die ganzen Fackeln sparen können, weißt du? Weil das mit den Fackeln, wenn wir schon so Modpack spielen, dann möchte ich auch gerne eine... Alter, was geht denn hier los? Eine ernsthafte Beleuchtung haben mit Fackeln. Mit Beleuchtung, Glas oder wie auch immer. Also fackelfrei, sodass man eben das Licht nicht sieht. Das ist so mein Hintergrund. So, und das, der Fußboden hier soll halt so eine Art Kellerfußboden werden.
für die unteren Etagen, für die niederen Leute sozusagen. Ja, Freunde, ich bin raus. Mach mich jetzt kalt und dann schönes Wochenende euch. Bis dann. Würde ich sagen, ciao.